Hallo und herzlich willkommen zurück im Wald bei The Forest mit den beiden Männern Ismofor und Wockedy Pockedy mit der Maske. Juhu. Und mir, obwohl ich bin ja auch ein Mann, ich bin dann der Mann mit der hohen Stimme, so wie Wockedy die Blonde mit der tiefen Stimme ist. Ich habe eine Maske auf? Ja, du hast eine Maske auf. Oh Gott. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier kein Stroh? Ja, eben. Ja, holt doch mal welches. Verdammt. So, okay. Wir haben während der Zeit, die wir jetzt nicht aufgenommen haben, wovon ihr ja gar nichts mitkriegt, aber es sei gesagt, waren wir fleißig. Wir haben, ja, damit ihr euch nicht zu Tode langweilt, weil wir ständig nur bauen und Bäume umhacken, haben wir uns gedacht, wir bauen das Fort mal fertig, damit wir endlich mal spannende Sachen mit euch machen können. Wocke fängt schon an, sich zu langweilen. Und dementsprechend zeigen wir euch jetzt mal kurz, was wir Schönes gebaut haben. Und jetzt will er mich schlagen. Und danach machen wir eine Exkursion und gucken uns die Dead Cave an, die wir neulich gefunden haben. Ja. Wir sind noch nicht reingegangen. Wir haben sie das nur dazu. Nee, wir sind nicht reingegangen. Wir haben uns keine Höhlen angeguckt ohne euch. Wir haben wirklich nur gebaut. Ganz fleißig. Unser Wohnhäuschen kennt ihr ja schon. Hier draußen hat der Ismo mit dem Wocke dann noch ein bisschen ausgebaut. Wir haben hier eine neue Verbindung zu unserem Aussichtsturm. Ja, wobei man sagen muss, der wurde uns einmal umgerannt. Ja. Als wir hier am Bauen waren, kam tatsächlich einmal so ein Moppel, so ein Armsi oder wie die heißen, dieses Viech mit ganz vielen Armen, und der andere Mutant, dieser Fette, der die ganze Erde zum Beben bringt, und haben uns hier komplett die Wände eingerissen und den Turm umgerissen. Da mussten wir also auch ein bisschen neu bauen und ja, dementsprechend mussten wir etwas neu erschaffen. Halt, genau. Und hier haben wir jetzt unser, wie wollen wir es nennen, Kaffeestübchen. Da können wir uns jetzt gemütlich hinsetzen und plaudern über den Tag, was wir so Spannendes erleben. Ja, möchtest du mir den, du kannst mir den jetzt sogar geben, oder was? Möchtest du das ist ein Handsymbol. Oh, das war nicht meine Absicht. Ich hab dich mit dem Lizard verhauen. Warte mal. Ich glaube, ich kann den nehmen. Halt mal still. Tatsache. Krasser das ist ja witzig. Scheiß. Das ist neu. Das ist spannend. Okay. Hier ich will meinen Lizard wieder haben. Ja, du hast mich geschlagen. Das hast du jetzt davon. Dann hole ich mir neu. Da ist unsere Knochenkiste. Hier oben haben wir jetzt unser, also hier haben wir noch ein schönes Beet. Warum wächst da nichts mehr? Egal. Weil wir alles abgeerntet haben. Alles abgeerntet. Ich muss mal eben was essen hier, ne? Ich mach mal schnell Feuer an. Mach mal. Sonst hier haben wir jetzt, verhungere ich wirklich. Unsere Speisekammer. Habe ich jetzt so ein... Ach, der ist roh. Nee, das will ich ja eh nicht. Dann hängen wir den mal gleich wieder auf hier. Ist da überhaupt noch Platz? Ja, ein Platz so. Ist da noch. Ich habe bestimmt den falschen aufgehängt. Nein, habe ich nicht. Ha! Feuer ist noch an, ihr könnt da was drauflegen. Ja. Wir haben sogar abwechslungsreich hier. Wir haben sogar Fische. Wir haben sogar Fische, genau. Wir haben nämlich rausgefunden, mittlerweile man kann auch Fische fangen. Die das wusstet ihr wahrscheinlich schon alle, wir nicht. Hallo, ich habe hier auch Fische, Moment. Hier haben wir noch ein kleines Beet, wie man sieht. Mir ist gerade ein Lizard vor die Flinte, Moment. Wollte ich schon sagen. Ich muss mal schnell die Fische kochen, sonst verderben die hier. Tu das. Häng die doch auf. Unsere Kaninchen kennt ihr ja schon, die haben wir nochmal hier aufgeteilt, damit wir noch mehr Kaninchen haben. Und hier haben wir jetzt unser neues Lagerhaus für Baustoffe. Alles voll Stöcke, naja, alles voll nicht. Stöcke, Loks. Und hier oben, ja, Fell und Haut war da unten noch. Und hier oben wächst ein Baum rein. Da haben wir dann noch unsere ganzen Steine, weil es auch so schön ist, dass man ausgerechnet die Steine jetzt alle hochschleppen muss, aber egal. Ja. Bombenlager. Ja, und unten hat es halt nicht mehr gepasst, ne? Waffenständer, wofür haben wir eigentlich Waffenständer? Und was ist das hier noch? Achso, es sind noch mehr Hautständer oder was? Ja, falls mal unten voll sein sollte. Wir haben sogar Katapulte aufgestellt. 1, 2, 3. In der Hoffnung, dass die was taugen. Die sind wirklich katastrophal zu bedienen. Ja, wir haben sie ja noch nicht ausprobiert. Aber sie sind da. Doch, ich habe sie ausprobiert. Aber nur mal zum Zeigen. So sieht das dann aus, wenn man dieses Katapult bedient. Ich find's ja nicht ganz so geil. Aber egal. Noch brauchen wir es ja auch nicht. Unser Turm hier unten ist ja nun auch endlich fertig. Sogar mit einer Treppe, damit man sich nicht den Hals bricht oder gar ganz abstürzt auf dem Weg dahin. Ja, das ist unser Vor. Außen haben wir die Wände komplett mit diesen, wie sagen wir es jetzt auf Deutsch, mit diesen defensiven Verkleidungen aus Stein und Stöcken
Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Pommes-Pieker. Von mir aus Pommes-Pieker und hier eben noch diese Barrikaden aufgestellt. Ja. In der Hoffnung, dass hier. Das nun mal... Pommes-Pieker. Wir haben so. Des Weiteren die Markierungen in Form von Häusern, die wir da hinten hatten, für Höhlen und so weiter, ausgetauscht gegen Fähnchen. Einfach, weil es cooler aussieht und wir jetzt nur noch ein Haus haben, the one and only house. Ach ja, und das Spiel hat uns übrigens aus irgendeinem Grund einen vierten Wagen geschenkt. Ja. Einfach so, da war plötzlich ein vierter Wagen. Gab's gratis. Dazu, genau, war im Angebot enthalten. War im Abo. Aber wir wollten ja jetzt, nachdem wir euch das alles gezeigt haben, habt ihr auch alles gezeigt? Ja. Gut. Wollten wir ja eigentlich zur Dead Cave und die ist auf der anderen Seite. Dann Essen und Trinken mitnehmen? Ja, ich habe zwei Fleischstücke, ich nehme mir glaube ich noch mal eins mit. Erstmal auch die unten leeren, ne? Damit wir die endlich mal abreißen können da. Denn die Trockenständer sollen ja noch weg. Weil wir ja nun das schöne Lager oben haben. Da brauchen wir die hier nicht mehr. Wocke, dein ekliger Kopf hängt hier immer noch rum. Wo? Ja, dann häng ihn ab. Ich will den nicht haben. Dann häng ihn einfach ab. Keywater 100% Equip. Hoffentlich hat er jetzt den... Ah. Sag mal, ups, man kann nicht unterscheiden, ob man jetzt einen trockenen oder einen frischen Lizard aufhängt, ne? Das Symbol ist immer gleich. Lizard bleibt Lizard. Ich glaube ja. Das ist echt doof. Das sieht aber nach einem frischen aus. Ich nehme mal den hier wieder mit. Ja. Dried. Ich habe jetzt drei Fleischstücke. Das reicht dir hoffentlich, oder? Ja. So. Ich habe 4,5. Wasser, 100%. Let's go. Moment. Warum denn, Bock? Warum? Ja, ich muss noch Fleisch mitnehmen. Oh. Wieso sehe ich dich nicht? Deismo? Edible Rabbit? Ich sehe keinen Bocke. Ja, ich habe mich versteckt. Der ist inkognito. Ja, wir haben jetzt übrigens auch ein schönes Ziel hier zum Speerwerfen üben. Yay! Oder auch mit dem Bogen schießen. Ich habe nicht, ja, auch das. Ich habe nicht mal den Kreis getroffen. Schipung. Ja, das war schon besser. Au! Ich glaube, es hackt. Sag mal. Wenn ihr jetzt schon anfangt, euch umzubringen, wird das eine echt kurze Folge. So. Ach ja, Fallen haben wir auch. Hier, diese Blätter. Die kann man dann anzünden. Falls also mal wieder so ein paar Mutanten kommen, dann zünden wir sie an. Oder jetzt hängt schon wieder an der Brücke fest. Wir haben uns mal so ein bisschen gerüstet jetzt hier so. Ja. Und eben in eurer Abwesenheit sozusagen, damit das nicht so langweilig ist, wenn ihr uns ständig nur beim Bauen zugucken müsst. Das hat echt lange gedauert. Haben wir genug Medizin? Ich habe 4. Ich habe 4. Aber wie gesagt, man kann ja, wenn man wenig Gesundheit hat, auch erstmal essen. Oder so. Man kann maximal 5 tragen, glaube ich, oder sowas. Diese Brücke ist kacke. Ist sie. Ja, ich sag doch, man bleibt da ständig drin hängen. Ja. Total buggy, das Ding. Ist das denn richtig hier? Ja, ne? Ich glaube, das war hier lang. Ja, da haben wir gar keine Markierung gesetzt. Ne? Naja. Oder ist das da oben? Nee. Es windet. Nee. Es windet gar sehr. Kommt, putt. Wie schön die Bäume nachwachsen, das ist toll. Ja, endlich. Ela hat jetzt rausgefunden, dass das geht. Genau, wir haben ja herausgefunden, dass wir doch nicht Regrowing Trees hatten. Ja, hatte ich nicht eingestellt. Aber man kann ja, wenn man zum Beispiel nicht möchte, dass einer an einer Stelle ein Baum nachwächst, kann man den Stumpf auch wegmachen, ne? Dann das wächst er da nicht nach. Ja. Genau. Das kann man auch. Habe ich auch schon hier und da gemacht. Vor im Lager dann. Bei dem einen Baum, den wir im Lager stehen haben, habe ich ja einen Sap Collector aufgehängt. Deshalb lassen wir den da jetzt schön stehen. Da können wir uns dann immer Tree Saps rausholen. So viel wie wollen. Genau, gerade Wocke braucht ja immer mal was, weil er sich, ich weiß nicht, eine Million Federn überall hinklebt. Und dann meckert, dass er keine mehr hat. Richtig. Das liegt einfach nur daran, weil die Vögel immer wegfliegen. Achtung, Ela, da vorne laufen 2, ne? Jo, 3. 3, 4. Jetzt haben sie mich angeschrien. Die schreien auch der schon rum hier. Der hat eine Hose an. Der hat eine Hose? Das ist mit dem Rock oder so. Ist fast eine Hose. Ja, okay. Ach, meine Axt ist schon wieder defekt. Das ist ja schön. Wieso ist meine Axt ständig defekt? Ich weiß nicht, ich kann damit dann irgendwie nicht blocken. Jetzt geht's wieder. Na komm, Pippi. Du hast mich angeschrien. Das hat meine Gefühle verletzt. Was mit ihm hier, er ist total entspannt, oder was? Jetzt nicht mehr. Du bist zu nah rangegangen. Ich bin zu hässlich. Das sind 2 so kranke Tussis.
Ja, ist das eine nicht ein Typ? Das eine ist doch ein Typ, oder? Ja, aber es sind trotzdem zwei Frauen dabei. Oh ja, Tatsache. Oh, die hat doch kein Nippeltape hier. Ich habe mich letztes Mal verguckt. Doch, meine hatte gerade ein Nippeltape. Ach, guck mal, das ist doch praktisch. Der guckt mich die ganze Zeit an, dann kannst du ihn schlagen. Das war so cool. Nimm das, weil... Du irre Hexe. Aua. Au, 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 au. Au. Du kannst auch blocken, ne? Aber nicht mit dem Speer. Nee, dann nimm die Axt. Den Speer würde ich auch nicht nehmen, wenn so viele sind. Alter. Wo sind sie? Der eine rennt weg. Vorerst. Vielleicht kommt er ja wieder. Der ist ja sehr elegant gestorben hier. Ist er? Der tanzt quasi im Tod. Auch guckt schön. Euch das mal an. Oder ist es bei euch nicht so? Nein, bei mir liegt er ganz still. Nein, er bewegt sich nicht, aber was denn? Nachdem die Frau gestorben ist, war sie nackt. Die da wurde freut entkleidet. Sich der ja. Bei mir hat er das Bein in der Höhe. Bei mir hat er das Bein in der Luft. Was, ein Feuer? Ja, Knochen. Ich habe keine Knochen. Keine Knochen gebrauchen. Brauchen. Oh yeah. Machen wir Basic Fire, ne? Ja. Wo ist denn die dritte? Ist die weggelaufen? Huch. Ja, ja, ich sag ja, zwei sind abgehauen. Oh. Da kam noch irgendwie einer und. Covered in Blood. Jo. Renn ich jetzt nochmal zurück? Nee, lohnt nicht, oder? Was denn? Das sieht lustig aus bei mir. Füße hoch. Bei mir knicken die Knie in sehr ungesunder Weise ab. Der hat Ohren als... Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Was hat er? Aber der hat Ohren als Knöchelschmuck hier. Oh, wie schön. Ohren. So, ich dachte, das sind Muscheln. Aber es sind ja schon Muscheln, aber Ohrmuscheln. Ja. Wunderhübsch, wunderhübsch. Eichhörnchen. Dem kannst du leider keine Federn abnehmen. Ich meine, du kannst ihn gerne trotzdem töten, wenn du möchtest, aber... Den Eichhörnchen. Den Eichhörnchen. Da nehme ich doch lieber ein Reh. Aber das bringt auch nichts. Wer Knochen haben möchte, da hinten laufen wieder welche. Ja. Wer Knochen haben möchte, kann sich... Drei, glaube ich. Ja, viele waren es eh nicht mehr. Okay. Ja, dann auf und davon. Weiter geht's. Oh, ein Vogel ist wieder auf meiner Hand gelandet. Hallo. Hallo. Kuckuck. Ist er allein gekommen? Möglich. Das ist ja nicht so schlau von ihm. Nee. Oh, okay, ich gehe mal aus seiner Schusslinie. Da hinten laufen noch zwei. Stirb doch einfach. Tot ist er. Ja. Ab aufs Feuer mit ihm. Burn, Baby, burn. Ja, da hinten Gollum noch einer drei. Rum. Da kommen zwei, drei, zwei, genau. Zwei Gollums, ein normaler. Ab auf den Scheiterhaufen. Dabei wollten wir doch eigentlich nur zur Höhle. Ja, ich weiß nicht, da das ja jetzt die Dead Cave ist, was wir ja wissen, da das ja in unser Buch eingetragen wurde, aber da das die Dead Cave ist, vielleicht wird die ja stärker bewacht. Vielleicht. Weil da steht Experimente. Einer. Okay. Hallo. Weil da Experimente gemacht werden. Oh Gott, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Ja, wer weiß. Da sind bestimmt noch ein paar Mutanten drin in der Höhle. Stimmt. Und wer weiß, was noch alles. Oh. Da flog gerade eine Feder. Rocke. Ich hab sie eingesteckt. Da flog gerade eine Feder, dein Auftrag, dein Zeichen. Ja, ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht wo. Nein, ich hab sie ja mitgenommen. Ach so. Stirb. Danke. Oh, er hat einen Zahn verloren. Na toll. Wenn er stirbt. Ein Vogel. Ab auf den Scheiterhaufen. Ah, wow. Was denn? Oh, ein Vogel. Ratsch. Keine Angst, das soll jetzt keine Wir grillen die ganze Zeit nur Ureinwohner-Folge werden. Hungry. Na, das geht ja schon gut los. Wenn er so schnell Hunger hat, vielleicht gehen wir nochmal zurück und holen ein bisschen mehr Proviant. Ich nehme mir immer von vornherein alles mit. Also voll und so, ne? Proviant. Wie alles? Ich nehme immer vier Lizards mit und vier Stück Fleisch, so. Ha. Ah. Kriege ich schon wieder irgendwelche komischen Steam-Meldungen, die mich überhaupt nicht interessieren. Von Spielen, die ich nicht mal habe. Na gut. Mann, verbrennt schneller, ey. Echt mal. Steckt den Kopf nicht in den Sand. So, bedient euch. Ich hab aktuell
2 Bone Armor auf. Ich baue Ersatz. Mir jetzt eine. Die anderen Knochen kann dann Bocke sich noch mitnehmen. Ja. Macht er. So. Ich brauchte nur noch 1, 2. Dann lass uns jetzt mal weitergehen, bevor es gleich wieder zu spät ist. Ja! Da kommt doch schon wieder einer. Hinter mir. Ja. Ich hab was stampfen hören. Leute, lasst uns doch mal zu der Höhle gehen, ihr blöden Ureinwohner. Wie völlig teilnahmslos man immer zuschlägt. Alter, stirb! Da verdammte Zahn, Kacke nochmal! Zahn. Noch ein Zahn, noch ein Zahn. Bocke? Ja. Er ist tot. Ich nehme ihn mal mit, bevor du ihn kaputt machst. Muss töten. Muss töten. Muss tot töten. Muss tot töten. Ich töte dich, bis du tot bist. Guck mal, der macht schon wieder Gymnastikübungen. Macht ein bisschen Sport. Was bringt das? So, Knochenrüstung war wie viel? Glaubst du, man kann das machen? Und 3 Stoff. Ich habe nur 5. Ja, du kriegst ja gleich noch einen hier. Ah, ja. Und dann gehen wir weiter. Ja, bitte. Und dann lasst uns in Ruhe, ihr blöden Typen. Das wird vor allem gleich. So kann man nicht arbeiten. Sieht ein bisschen ungesund aus von ihm, was er da macht mit seinem Bein. Nein, das ist total relaxed. Das ist der neueste, der neueste Hit im Yoga. Das ist die Figur. Ja, bitte. Die Kriegerposition. Infected, genau. Kriegerposition infected, so. Ich bin nicht infected. Ha! So, dann lass uns mal hier alles mitnehmen. Und dann. Los! So, go, schnell! Go, go. Egal, schnell, bevor sie uns wieder entdecken. Da fallen Bäume um. Da fallen Bäume um! Oh Gott! Dann lauft in die Höhle! Muschiklaus! Wo Höhle? Keine Ahnung! Irgendwo. Ja, die Höhle, da kommt er bestimmt nicht rein! Nö! Es grunzt hinter mir! Ich höre es nur grunzen! Ela, komm! Alter, der hat mich im Target hier, der will nicht. Ja, lauf. Du bist schneller. Wenn der dich kriegt, Alter, der macht dich kaputt. In alle Öffnungen. So, weg. Ach so. Ja, so bei Leute, ich habe keine Ausdauer mehr. Bei denen, das ist hier, da kann sich Tentakelmanga eine Scheibe von abschneiden. Ich habe Angst. Ich höre nur noch Glucksen und Grunzen. Oh cool, hier kann ich mein Blut abwaschen. Ich habe die Höhle gefunden, Leute. Schön. Ja, geil. Wo ist er? Hier bei mir. Was, der Moppy Joe? Nein, nee, der ist keine Höhle. Ahnung wo. Ist mir auch egal, Hauptsache er ist nicht bei mir. Ja, da höre ich doch schon wieder komische Tussen schreien. Ja, hier bei mir. Die rennt weg. Ja. Dann lass uns in die Höhle gehen. Vielleicht Dead kommt der Moppel halt, ne? Da wirklich hier nicht rein. Rainer. Vielleicht passt er da ja nicht durch. Ich gehe nicht zuerst. Ich gehe zuerst. Oh, okay. Wollte ich mich gerade durchringen. Ruckel, ruckel. Ja, bei mir auch. So, dann machen wir doch jetzt erstmal Inventar. Den Stick. Zack. Und dann machen wir Stick plus Kloss. Ohne Kinderzeichnung. Plus Boost. Ich glaube, geht die nicht. Könnte von unserem Sohn sein. Burning Upgraded Stick, ja. Sieht schon mal machen. Nicht vertrauenserweckend aus, wenn da ein Böser drauf gemalt ist, der einen Kopf von einem in der Hand hält. Das ist richtig, aber... Warum kann ich das denn jetzt nicht machen? Ela, geh mal bitte zur Seite. Entschuldigung. Stick plus... Ich höre komische Geräusche. Ja. Ismo macht hier die... Du kannst keine Rocks mehr tragen. Flup, flup, flup. Nein, ich meine, ich höre Sachen grunzen und so. Ja das auch. Ist hier auch. Aber habt ihr die Kinderzeichnung? Ja, habe ich. Ich noch nicht. Aber Wocke noch nicht. Ja, Wocke ist auch ein bisschen langsam. Das heißt, vielleicht kommt hier unser Sohn irgendwo. So. Das hört sich echt nicht einladend an. Nein. Hab ich noch... Ich habe keine... Molotovs mehr, aber ich baue mal schnell ein paar. Ich mach mal noch kurz welche? Fackel. Ja, habe ich. Stimmt, Molotovs könnte man hier noch. So. Dahin. Das mach ich. Was für ein ich mach erstmal 4. Hm? Was für ein Kinderdings, wo? Hier ist eine Kinderzeichnung. Da unten. Aha. Siehst du? Ja. Aha. Also vielleicht ist unser Sohnemann ja hier irgendwo. Timmy! Timmy! Timmy!
Ach, guck mal, hier ist wieder so ein komischer Kasten. Junge. Dem... Was denn? Ein bisschen erschrocken. Warum? Ach, weil da einer hängt. Ja, ja. Ach so. Hast du hier den Soda-Kram mitgenommen? Ja. Ja. Kommt da Geld raus? Nein. Oh, hier ist noch eine Kiste, Leute. Schade. Hallo? Hallo. Oh, noch mehr Soda. Also, ich trinke meine Soda. Hier ist bei mir nichts weiter. Ach, guck mal, hier kann man auch weitergehen. Ah, ja, da müssen wir uns jetzt entscheiden. Ob ihr richtig steht? Im Uhrzeigersinn, also immer erst den linken Weg. Okay, dann gehen wir hier, wo die Leiche hängt. Kann man die abpacken, die Leiche? Nee. Ich glaube nicht. Locke, pass mit deinem Feuer auf, ne? Ja. Die anzünden hier. Dummdi-dummdi-dummdi-dumm. Locke muss eigentlich zuerst gehen. Ich sehe nix. Hat er eine Fackel an? Ah ja. Ja, schon die ganze Zeit. Ich hab die Fackel an. Okay. Ich hab die Lampe an. Eigentlich bringt's nichts, dass wir schleichen, wenn wir mit einer Fackel kommen. Naja, er musste dich halt ducken, ja? Oh ja, hier muss man sich aber wirklich ducken. Sonst pieken dich die Zahnstoffe hier an der Decke auf. Hier sind auf jeden Fall nochmal ganz viele Kisten, du. Wow. Was drin ist. Das ist ja auch ekelhaft hier, ne? Ich komm hier, wieso komm ich nicht weiter? Bibel, weil die Decke recht niedrig ist. Also die mich Bibel dünkt, die Fackel geht gleich aus. Gar nicht. Komm nicht weiter, doch jetzt. Sind da bestimmt wieder diese ekelhaften Babys. Hier ist noch eine Kiste mit irgendwas drin. Ja, ich geh mal weg, ich will die aufmachen. Fun Drink. Achtung. Ja, das sind dann. Hier sind Koffer. Ja, Mann. Kann keine Soda mehr tragen. Hier sind auch Koffer. Koffer. In dem Koffer ist nichts drin. Ich trinke mal Soda, dann kann ich auch wieder eine tschüss, tragen. Koffer. Ah, ein bisschen Boost, das ist auch gut. Boost ist super. Hier ist noch mehr Soda. Mensch, so viel Soda, ey. Ich finde diese, und Stoff diese ist sehr gut. Diese Tropfsteine da sehen ein bisschen so aus, als wären das irgendwelche Spinnenkokons. Die kannst du übrigens kaputt machen, ne? Hier. Und dann? Okay, Fackel ist aus. Und nur noch nix. Feuerzeug an. Und dann stürzt die Höhle ein. Schade. Oh, hier ist Geld. So, ja dann. Oh. Was? Aua, warum machst getroffen? Du das? Ja. Ja, ich wollte den Stein kaputt machen. Sag das doch. Tut mir leid. So, kommt ihr weiter? Ja. Moment. Ah, fuck. Alter, wieder aus. Komisch. Moment, hungry, I must find something to eat. Hier geht's schon wieder nach links und geradeaus. Ja, immer Uhrzeigersinn. Dann immer links, okay. Gehen wir halt wieder links. Hör auf den Mann, der war beim Bund. Ja. Hat damit nichts zu tun, ist einfach nur logisch. Dann brauchst du immer nur eine Abzweigung zurück und dann einen Weg weiter nach rechts. Absolut richtig. Hier hängen Zähne an der Decke, aber das sind keine Menschenzähne, ne? Nee, das sind Finger. Und das sind Finger? Daumen. Das sind Finger. Ja. Die zeigen nach unten. Ja. Boah, ist das eklig. Als es noch Zähne waren, fand ich es nicht so schlimm. Auch Zähne wären nicht besser gewesen. Ich glaube, entweder wurden die einbetoniert oder... Das sind nur Köpfe wahrscheinlich. Passiert nichts, wenn man draufschlägt. Bocke, lauf du mal wieder vor, ey. Ich sehe nichts. Ja, ihr wurschtelt ja die ganze Zeit vor mir rum hier. So. Ist auf jeden Fall alles nicht einladend. Was tun wir hier? Warum sind wir hier? Wunderschön hier mit den Fingern, wirklich. Da liegt was? Braucht das ja eigentlich gar nicht. Ich nehme, glaube ich, mal. Wie viel Dynamit habe ich eigentlich noch? 5. Okay. Ich nehme schon mal einen Molotow in die Hand für alle Fälle. Da ist irgendwas mit dem großen, mit dem Loch hier, an dem wir das Häuschen gebaut haben. Da war ein großes Loch, du. Eine Bibel. Der Typ hält Dynamit in der Hand. Da steht irgendwas, ne? Aber ja, kann man nicht lesen, glaube ich. Das ist hier der Krater-Dings. Ja. Ja, ich dachte nur, man könnte vielleicht lesen, was da steht. Okay. Aber ja. Achso, man kann nur 5 tragen. Ja, Moment, muss die eben nochmal neu machen hier. Warum ist meinem jetzt kalt? Warum? Zünde eine Fackel an, dann geht's wieder. Ja, nö.
Moment, ich probiere mal was aus hier. Hier ist Sackgasse. Nee. Nein, da kommst du durch. Das ist es ja. Du hast ja Fackel, geh los. Okay. Moment kurz. Geht spontan wieder aus, die Fackel. So. Aber das ist nur eine kleine Kammer. Nee, mit einer Öffnung. Hier gibt's Dynamit, das heißt, wir stoßen gleich auf Moppy Joes. So, jetzt habe ich noch Dynamit und... hey, wartet auf mich. Hey, Dynamit komm, und... wie geil! Wo sind wir denn? Hier. Hier. Alles hier? Klar. Ja, das ist korrekt. Wir sind hier. Ja, wir sind im Sinkhole. Also nicht jetzt ganz unten, aber... ne? Wie im Sinkhole? Ja, im Sinkhole. Guck, ach, krasser Scheiß. Da, guck mal, da rechts ist unser Turm. Ah, okay. Ja. Das heißt, es geht noch tiefer. Ja, ja. Das hier ist draußen ja schon ist mal, es kalt, lass wieder reingehen. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ich würde ja am liebsten ein bisschen mehr Dynamit mitnehmen, ne? Ja. Geht leider nicht. Aber immer ich habe alles voll. Ah, das müssen sie noch hinzufügen, dass man da mehr mitnehmen kann, ey. Das wäre schön. Aber dafür hat man ja noch, ich brauche das doch gar nicht. Dafür hat man ja noch die Molotovs immerhin. Dass das ja immer so hängt, wenn man hier durch diese Durchgänge geht. Mein Typ hat schon wieder Hunger. Junge, was ist los mit dir? Hast du einen Bandwurm? Toll. Ich hätte mehr zu essen mitnehmen sollen. Ich habe noch ein bisschen rohes Fleisch im Inventar. Ja, ich bin cold and wet. Ich glaube, wir sollten eh gleich mal ein Feuer machen. Nimm den oder ich mach die Stock in die Hand und Fackel ja, an, dann genau geht's mit der Wärme. So. Kommen sie alle mit. Jo. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das ist sein Problem. Oh. Dann lieber, wir wandern von einem Ort zum anderen. Nein, auch nicht? Nein. Andere Wanderlieder kenne ich nicht. Im Vollrausch zu Berge, wir ziehen Fallrauch, wir kommen dann heim auf den Knien rum, tata. Wie tief sind wir gesunken, wir haben zu viel getrunken, mein lieber Freund, wie geht's dir? Okay. Im Frühtau, die Zwerge. So, wo ich Hilfe, halt, wo seid ihr? Da oben. Wo ich Hilfe? Hier. Meine Fackel ist aus. Oh mein Gott! Jetzt mach die auch an, Junge. Du Hallo? Musst erst wieder Stoff drum wickeln. Ach so, da ist kein Stoff drum. Der ist verbrannt, der Stoff. Ich brauch Stoff. Dann hier nochmal zurück zu den Koffern, da war ganz viel Stoff. Nö, ich hab, nein, ich meinte, ich brauch Stoff für meinen Stock. Ich hab noch Stoff. Ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen mehr Stoff. Sind wir vorhin auch durch dieses ganze Fleisch durchgelaufen? Nein. Hier sind wir das jetzt das erste Mal. Es gibt noch einen anderen Weg. Da müssen wir weiter zurück. Gehen Sie weiter, Wocke. Los, geh, geh. Nicht mich anzünden. Gehen Sie weiter. Oh, ich höre Stimmen. Da hinten steht einer. Und jetzt geht die Fackel aus. Alter, mach das Ding an. Du brauchst erst Stoff. Ja. Scheiße. Scheiße. Ich brauch Stoff. Guck mal, hier geht's ja auch nach links. Da geht ein Seil runter, glaube ich. Ja, Leute, hallo. Da hinten kichert ganz freaky. Ich meine, ja, wir hören dich. Lässt ihr den Kopf hängen? Ja. Aber mir hört ja keiner zu. Einfach mit der brennenden Fackel schlagen. Ach stimmt, das hätte ich auch machen können. Oh, der lässt aber Zähne, du. Schnell einsammeln. Ich gebe zu, das gab jetzt definitiv eine 1. Im Tanz. Für die, genau. Eine 1 für die lustige Performance. Awesome. Alter, ich brauch schon wieder Stoff. Wie viel will, warum? Hier, aus was? Dem ist Geld rausgekommen und jetzt ist es weg. Gib nochmal Geld. Ja, dann auch hier geht's nach geradeaus und rechts. Hier, der links. Lässt Geld fallen, Leute. Wir gehen links, wir wollen nach ja, unten. Ja, dann müssen wir hier nach unten, genau. Verdammt, alles ist immer noch interessant. Wo müssen wir jetzt hin und so? Wir wollen das Sink holen, nach unten. Oh, das geht aber tief runter, du Junge. Aber wir wollen doch noch nicht ans Spielende, oder? Ja, aber da ist ja das Spiel noch nicht zu Ende, oder? Unten doch, im Sinkhole. Ja, schon. Ja, aber da muss er erstmal tauchen und so. Oder nicht? Brennende Finger! Das weiß ich nicht. Ich will euch. Oh, geht doch nicht so weit runter, wie ich gedacht habe. Ja, hier ist ein bisschen Wasser. Ist laut.
Es ist echt ganz schön laut. Warum? Ach, weil hier Wasserfall. Weil hier ein Wasserfall ist. Okay. Ja. Hier ist wohl die Stelle, wo man den Taucheranzug braucht. Nee. Also hier noch nicht. Hier ist es flach. Das sind die Fackel an, Mensch. Du hast wieder keinen Stoff drumherum. Ach, Mann. Dein Stock ist grün. Warum ist denn dein Stock grün? Mein Stock ist blau. Warum ist er blau? Weil ich ihn angemalt habe. Warum hast du ihn angemalt? Warum nicht? Weil es geht. Eine riesengroße Kuppel. Oh, da vorne geht's raus, oder? Sieht das nur so aus? Ah, jetzt ist es nicht mehr offen. Hier jammert schon wieder jemand rum. Ja. Leute? Ja? Wir machen hier mal kurz einen Schnitt. Da kommt einer. Ja, Schnitt. Das ist doch ein schöner Cliffhanger. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.